Eberstadt 2, Kroatia 2, lautet die Paarung. Das verspricht Spannung. Gehen wir direkt rein ins Spiel. André Götz setzt sich durch. Erster Abschluss. Jetzt mal die Kroatier über die rechte Seite. Ein Eckball springt dabei raus. Da kommt der Ball. Mächtig Gewusel im Fünfer von Torwart Santel. Ein Pfiff, Strafstoß. Cibulski trifft klar zuerst den Ball. Muss man nicht geben, freundlich gesagt. Blažević ist das egal. Verwandelt sicher 1-0 für die Gäste. Und das nehmen wir vorweg, das bleibt bis zum Ende der einzige Torschuss der Gäste, aber er steht immer noch 0-1. Eberstadt über rechts. Lehnert schickt Stahl. Ball in die Mitte. Legscher verpasst knapp den Ausgleich. Gutes Spiel des Neuzugangs. Wach bringt den Ball in die Mitte. Der kommt eklig, ein kleines Durcheinander. Der Ball kommt zu Lauriola am ersten vorbei. Kommt zum Abschluss, aber abgewehrt. Wieder Wach mit Tempo Richtung Strafraum. Probiert es einfach mal aus 20 Metern. Gefährlicher Aufsetzer, Pfosten. Immer wieder Eberstadt. Er Stein zu Stahl. Ball auf den zweiten Pfosten. Lauriola im Mittelfeld. Zu Wach. Geht sofort in die Dribblings. Abgewehrt. Rein in Halbzeit 2. Eckball zunächst abgewehrt. Aber Wach kriegt die zweite Chance. Und sogar die dritte. Jetzt sitzt der Ball wie geschmiert. Lauriola mit der ganz dicken Chance. War das abseits? Vermutlich gleiche Höhe. Eckball. Rein an den Pfosten. Erstein nochmal. Vogelsang zum dritten. So langsam könnte der Ausgleich mal fallen. Immer wieder der flinke Wach. Guter Versuch. Holozek inzwischen im Spiel. Jetzt kommt er. Lauriola. Götz zunächst abgeblockt. Ball raus auf die linke Seite. Wach. Täuscht gleich zwei. Ball zu Lauriola. Lässt durch das Vogelsang die Chance. Er macht den Ausgleich. 80. Minute. Das hat etwas gedauert. Einmal die Wiederholung bitte. Und die Frage, geht da noch mehr? Lauriola auf und davon, kann rüberlegen, aber geht ins Dribbling und dann kriegt Griesheim die Leute hinter den Ball. Da war mehr drin. Stahl zu Lauriola. Jetzt macht er alles richtig. Geht vor Ball. Bringt den Ball. Und der Ball ist drin. Gippert macht das 2-1. Viel Glück dabei. Aber das haben sie sich über 90 Minuten erarbeitet. Hier noch einmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und nur Sekunden später, er scheint es durch, trocken ins kurze Eck, 3-1. Die Wiederholung, direkt vom Anschluss gehen sie früh drauf, sehr gutes Pressing. Lehnert liest hier die Situation, Vogelsang und Lauriola schalten schnell, kein Abseits, er scheint es durch, schaut sich den Torwart aus und sorgt für die Vorentscheidung. Anschnallen, einen haben wir noch. Wach grünt eine starke Partie mit einem Sahnetor in den Winkel. Die Kroatien verteidige lange herausragend und hielt die Partie spannend. Am Ende kann Eberstadt doch noch die Tore machen. Dann ist Schluss. Weiter geht's am Sonntag zu Hause gegen Messel 2.